Seit über 100 Jahren diskutieren Wissenschaftler, mit welcher Pflanze Soma oder Haoma zubereitet wurde, das, Zitat, Dichter und Seher inspirierte und Krieger furchtlos machte. Die Hypothesen waren zahlreich. Von Ephedra, Cannabis und Schlafmohn über blaue Seerose und Fliegenpilz. Die Antwort wurde in einem Grab einer adligen Frau gefunden, die in der Elite-Grabstätte der Xiongnu, den berühmten Nomaden Zentralasiens, begraben war. Hier sieht man die Endphase der Restaurierung des bestickten Teppichs. Video von Sergei Zelensky. Wichtig ist, dass keiner der Forscher die Tatsache bestreitet, dass die alten Inder und Iraner einen Drink mit einer psychoaktiven Substanz als Abendmahl konsumierten. Die genaue Identität der Substanz und ihrer pflanzlichen Quelle sowie deren Einfluss auf das menschliche Bewusstsein werden jedoch immer noch diskutiert. Die Neuen-Ula-Grabstätte, mongolisch Noyon-Ulun-Bulsch, besteht aus mehr als 200 großen Grabhügeln, die ungefähr quadratisch im Grundriss und etwa 2 Meter hoch sind und die Grabkammern aus Holz bedecken. Sie befinden sich am Selenga-Fluss in den Hügeln der Nordmongolei, nördlich von Ulaanbaatar in Batsumba-Summe in der Provinz Tof. Sie wurden zwischen 1924 und 1925 von Piotr Kozlov ausgegraben, der sie als Gräber der Aristokratie der Xiongnu ansiedelte. Xiongnu ist die chinesische Bezeichnung für einen Stammesbund aus Reiternomaden, der zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem späten 1. Jahrhundert nach Christus weite Teile des östlichen Zentralasiens kontrollierte. Das Reich der Xiongnu war das früheste und gleichzeitig langlebigste Steppenreich. Die Xiongnu wurden erstmals in chinesischen Quellen im Jahr 215 vor Christus erwähnt, als der erste Kaiser Qi Huangdi eine Offensive gegen sie führen ließ. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich der Begriff Xiongnu in den chinesischen Quellen offenbar nicht auf einen fest umrissenen homogenen Verbund bezog, sondern es sich vielmehr um einen Sammelbegriff für heterogen zusammengesetzte Gruppen im Steppenbereich der heutigen Mongolei handelt. Es geschah im Jahr 2009. Ein Team des Instituts für Archäologie und Ethnographie, SBRS, das von Natalia Polos-Mack geleitet wurde, führte archäologische Ausgrabungen im neuen Ula-Gebirge in der nördlichen Mongolei durch. In einem tiefen Xiongnu-Grab, das im dicht bewaldeten Suzukte-Pass versteckt war, fanden Archäologen und Teilnehmer der russisch-mongolischen Expedition auf der Unterseite der Grabkammer, wonach sie schon lange gesucht hatten, eine Tonschicht, die die Umrisse von textilen Relikten enthüllte. Die gefundenen Fragmente des Textils waren Teile eines Teppichs, der aus mehreren Tüchern aus dunkelrotem Wollstoff bestand. Das abgenutzte Tuch, das sich auf dem mit blauem Ton der Xiongnu-Grabkammer bedeckten Boden befand und von Restauratoren wieder zum Leben erweckt wurde, das hat eine lange und komplizierte Geschichte. Es wurde irgendwo in Syrien oder Palästina hergestellt, wahrscheinlich im Nordwesten Indiens bestickt und in der Mongolei gefunden. Es ist ein reiner Zufall, es 2000 Jahre später zu finden. Sein erstaunlich guter Zustand ist fast ein Wunder. Wie es seinen Weg zum Grab eines Menschen fand, für den es nicht bestimmt war, wird für lange, wenn nicht für immer, ein Rätsel bleiben. Die größte Überraschung war jedoch die einzigartige Stickerei aus Wolle. Sein Muster war die alte zoroastrische Zeremonie, deren Hauptperson ein Pilz war. In der Mitte der Komposition, links vom Altar, steht der König, also Priester, der einen Pilz über dem Feuer hält. Der auf dem Teppich bestickte göttliche Pilz ähnelt der bekannten psychoaktiven Spezies Psilocybe cubensis. Das Gewicht der Beweise legt nahe, dass Soma, das antike Ritualgetränk, aus den Pilzen der Familie Strophariaceae hergestellt wurde,
die den einzigartigen Nervensystemstimulator Psilocybin enthalten. Auf dem Altar brennt die Flamme. Zwei Zungen an den Seiten und ein S-förmiges Schild in der Mitte. Die auf dem Altar montierte Flamme des Königsfeuers ist ein Symbol für königliche Größe. Die ersten Fragmente eines einzigartigen Textils wurden hier bereits in den 1920er Jahren von der Expedition des berühmten Reisenden und Gelehrten P.K. Kozlov gefunden. Wie viele andere Dinge befanden sich die kostbaren Stoffe wegen des Handels entlang der Seidenstraße in den Gräbern der reichen Nomaden. Xiongnu beteiligte sich nicht an den Handelsgeschäften, kontrollierte jedoch eine lange Strecke diese mehrjährige Quelle ausländischer Güter. Basierend auf dem ersten Fund glaubten die Forscher, dass das Textil aus der Xiongnu-Begräbnisstätte in Baktria hergestellt wurde. Das war 1966, Pugatschenkowa. Die in den Jahren 2006 und 2009 gemachten Funde erlauben es jedoch nicht, dieses Textil so eindeutig zu identifizieren. Die größte Überraschung war jedoch der 2009 gemachte Befund, oder genauer gesagt, das ungewöhnliche Muster, bei dem Menschen und Tiere auf das Textil gestickt wurden. Die gefundenen Fragmente des Textils waren Teile eines Teppichs, der aus mehreren Tüchern aus dunkelrotem Wollstoff bestand. Der Stoff selbst ist für Mäntel gedacht. Ein Zeichen dafür sind die schmalen, kastanienbraunen, gewebten Streifen mit Taschen. Diese wichtigen Zierelemente kennt man nicht nur aus den zahlreichen Funden von echten Textilien in Dura Europos, in Syrien, in Palmyra und in der palästinensischen Höhle der Briefe, sondern auch von Fresken, von Gemälden auf ägyptischen Sarkophagen und von frühchristlichen Mosaiken. Nach Jadin 1963. Ähnlich wie beim bekannten Manteltextil gehen die gewebten Streifen des Xiongnu-Fundes nicht von einer Kante zur anderen, also über die gesamte Länge des Stoffs, sondern beginnen und enden innerhalb eines Tuches. Ihre Schnitte wurden zusammengenäht, ohne die Lage der gewebten Streifen zu berücksichtigen. Das für die Herstellung von Mänteln so wichtige Zierelement erwies sich hier als unbemerkt, also oder unbeachtet. Der bestickte Stoff füllte den schmalen Raum zwischen den Holzwänden der Kammer und dem Sarg, der in der Mitte auf einem anderen, nicht bestickten Textil stand. Tatsächlich wurde der bestickte Teppich entlang des Korridors gelegt, der für die Begräbniszeremonie benutzt wurde. Auf den Stoff wurde eine dicke Schicht aus blauem Ton aufgebracht, die nach chinesischer Tradition dazu benutzt wurde, die Kammer wasserdicht zu machen. Diese Tonabdeckung machte die Arbeit der Restauratoren sehr hart, konservierte jedoch das Textil. Foto von Dr. Bogdanov. Die Hände der Restauratoren haben die folgende gestickte Handlung enthüllt. Eine Prozession zum Altar. Der Altar selbst, Unterstützung für das Feuer, ist eine Säule mit einer Basis, die aus zwei Stufen besteht und einer zweistufigen Oberseite, die auf den Kopf gestellt ist. Die Kolonne zeigt Darstellungen von Kreisen mit einem Punkt in der Mitte, dem weit verbreiteten Symbol für Feuer und Sonne. In der Zeit der Achämeniden waren derartige ähnliche Altäre eine Neuheit, die von den Persern eingeführt wurde, die ihr Bekenntnis zum zoroastrischen Glauben proklamierten. Zitat von Beuys, 1988. Die Flamme der Feuerstelle des Königs, die auf diese Weise nach oben geht, wurde zu einem Symbol ihrer Grandeur, also ihrer Größe oder ihrer Pracht. Der Altar leuchtet mit dem Feuer. Diese zoroastrischen Feuer hatten einen Kampfgeist. Diejenigen, die zu ihnen beteten, waren Krieger, die auf der Seite der guten Kreaturen gegen Dunkelheit und Kälte, Böses und Unwissenheit kämpften. Männer nähern sich dem Feuer.
Sie sind mit Dolchen bewaffnet, die am rechten Oberschenkel befestigt sind, und langen Schwertern mit einem Ring oder einem runden Knauf und einem langen Griff, der links am Gürtel befestigt ist. Die Krieger tragen iranische Gewänder, rote Hosen, enge oder lockere und eng anliegende Jacken, links eingewickelt, oder längere Kaftane. Diese Kleidung ist mit einem Schnallengürtel umgürtet und mit Fell gefüttert. Die schwarzen, voluminösen Locken der Krieger, die in Reihen angeordnet sind und an den Ohrläppchen geschnitten sind, werden manchmal mit einem schmalen Band mit flatternden Enden über die Stirn gebunden oder gehalten. Ihre Blicke sind auffallend, ausdrucksstarke Profile ihrer breiten, runden Gesichter mit großen Augen, weichen Kinnpartien, dicken, rundlichen Lippen und großen, leicht gewundenen Nasen. Die Gesichter sind rasiert, obwohl viele einen schwarzen, schmalen Schnurrbart über der Oberlippe haben. Ein abgesessener, also vom Pferd gestiegener Reiter, der eine gepanzerte lange Jacke trägt und bei dem etwas wie ein Schal oder ein Mantel hinter seinem Rücken flattert, zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich. Sein bartloses Gesicht ist ernst. Die linke Hand wird in einer Gebärde der Anbetung, die bereits während der Achämeniden üblich war, als Zeichen der Verehrung einer Gottheit auf die Stirn gehoben. Das Pferd des Reiters wird von einem bewaffneten Mann in einer kurzen Jacke am Zügel gehalten, auf dessen Rücken sich so etwas wie eine kleine Tasche befindet, aus der etwas wie ein Pilz herausschaut. Die Art und Weise, in der Krieger mit einem Pferd dargestellt werden, kopiert die Bilder auf den Köpfen der von indoskythischen, also Saka-Königen geprägten Münzen in kleinsten Details. Azes der Erste, Azilis und Azis der Zweite, der im Nordwesten Indiens circa ab 57 vor Christus regierte, sowie deren Nachfolger Gondophar, den ersten indopathischen Herrscher von West- und Ost-Punjab von 20 bis 46 nach Christus. Ein abgestiegener Reiter mit einer Jacke in Rüstung hob die linke Hand in der traditionellen zoroastrischen Geste an die Stirn. Das Singen der Verehrung einer Gottheit. Links oben. Zeichnung nach Vorlage des Teppichs von Shumakova. Die Darstellungen von gestickten Reitern auf dem Teppich und den Herrschern auf den Köpfen von indoskythischen Münzen haben viel gemeinsam. Rechts die Münzen von Azes dem II., links die Zeichnung. Auf diesen Münzen sehen wir ähnlich stämmige, runde Pferde mit langen Schwänzen und angeschnalltem Zaumzeug, und deren Haare wurden auf besondere Weise geschnitten. Englisch a hocked plait at the tailhead, ich denke gemeint ist wohl dieser Zopf am Schwanz. Wie bei dem gestickten Pferd ist das Vorderzeug mit Tellern oder kleinen Plättchen verziert. Der Sattel mit vier hornförmigen Stützen ist identisch mit der Rekonstruktion auf der Grundlage römischer archäologischer Daten nach Connolly 2001, mit dem einzigen Unterschied: anstelle von Lederschnüren unter dem Sattel gibt es zwei Krallenpfoten eines Raubtierfells, das als Pferdetuch, also als Unterlage, verwendet wurde. Es wird angenommen, dass diese Sättel zu Beginn der parthischen Periode aufgetaucht sind und mit der parthischen Kavallerie weit verbreitet wurden. Sie waren auch den Sarmaten bekannt. Ähnlich wie beim gestickten Krieger tragen die Reiter auf den Münzen enge, eng anliegende Taillenjacken mit großen rechteckigen Platten. Eine solche Rüstung war den Sakai und Parthern bekannt. Diese Ähnlichkeiten sind ein wichtiges Argument für die Hypothese, dass der Teppich Indoskythen oder Indoparthen zeigt. Links vom Altar ist der König oder Priester, der einen Pilz über dem Feuer hält. Ihm gegenüber steht ein Krieger in einer Jacke mit Schwanz und einem Gürtelköcher. Thank you.
Die gestickte Handlung entwickelt sich jetzt weiter. Wir können Menschen sehen, die dicht um das Altarfeuer stehen. Die prominenteste Figur unter ihnen ist der Mann auf der linken Seite. Wahrscheinlich der König selbst oder ein Priester. Gekleidet in einem langen, langgestickten Kaftan, der unten offen ist. Er hat ein selten ausdrucksvolles Gesicht und sein aufmerksamer Blick konzentriert sich auf den Pilz, den er in beiden Händen hält. Ein Priester mit dem göttlichen Pilz in der Hand. Die Frage, welche Pflanze verwendet wurde, um Soma oder Haoma zuzubereiten, wird seit über 100 Jahren diskutiert. Bis jetzt wurde die Pflanze, deren Saft ständiger Teilnehmer bei den Ritualen war, nicht identifiziert. Die Hypothesen sind zahlreich. Von Ephedra über Cannabis und Schlafmohn bis hin zu orientalischem Lotus. Zum Beispiel Abdullev 2009 oder McDonald 2004. Alle Forscher sind sich einig, dass alte Inder und Iraner zu Kultzwecken ein Getränk mit einer psychoaktiven Substanz verwendet haben. Es ist nur umstritten, was genau es war und wie es das Bewusstsein der Menschen beeinflusst hat. Die Übersetzerin und größte Autorität der Rigveda, Tatjana Elizarenkova, schrieb, Zitat, nach den Rigveda-Hymnen urteilend war Soma nicht nur anregend, sondern auch ein halluzinogenes Getränk. Es ist schwierig, genauer zu sein, nicht nur, weil keine der als Soma vorgeschlagenen Pflanzen alle Parameter erfüllt und die in den Hymnen gegebene Beschreibung von Soma nur teilweise beantwortet, sondern vor allem deshalb, weil die Sprache und der Stil der Rigveda, ein archaischer religiöser Band mit den typischen Merkmalen der indoeuropäischen poetischen Sprache, ein erhebliches Hindernis für die Identifikation von Soma darstellen. Elizarenkova wusste genau, dass alle Möglichkeiten der schriftlichen Quelle ausgeschöpft waren und glaubte, dass die Antwort von Archäologen kommen könnte, die aus ihren Erkenntnissen im Nordwesten Indiens, Afghanistans und Pakistans und eben nicht aus dem fernen Zentralasien stammen. Zitat Ende. Dies wurde 1999 geschrieben, 10 Jahre vor dem hervorragenden Befund, der bezeugte, dass Indus-Güten, also Saka, und Indopater Pilze für Kultzwecke verwendet hatten. Der auf dem Xiongnu-Teppich abgebildete Pilz kann laut I.A. Gorbunova, dem Anwärter für Biologie und am Laboratorium für Pflanzen Zentralsibirischer Botanischer Garten in Novosibirsk, zur Familie Strophariaceae gehören. Sein äußeres Erscheinungsbild hat Ähnlichkeiten mit der Art Psilocybe cubensis, also Stropharia cubensis. Ein Priester mit dem göttlichen Pilz in der Hand. Die Zeichnung von dem Teppich ist von Shumakova. Der göttliche Pilz, der auf dem Teppich gestickt ist, ähnelt Psilocybe cubensis in seiner Beschaffenheit, der Form der Kappe und den Stichen oder Fäden am Rand der Kappe, die wie eine radiale Faltung oder wie Reste eines Vorhangs aussehen. Dunkle Einschlüsse am Stiel können den Annulus darstellen, der sich durch fallende Sporen schwärzt. Auf der rechten Seite befindet sich der Fruchtkörper von Psilocybe cubensis, gewachsen auf Elefantenkot, Indien. Aus Stamets 1996. In der Mitte befindet sich ein Diagramm des Fruchtkörpers von Psilocybe cubensis, aus Guzman 1983. Eine Szene aus den Eleusinischen Mysterien. Persephone nimmt Demeter einen Pilz.
viertes Jahrhundert vor Christus. Die Eleusinischen Mysterien waren die ältesten religiösen Feste, die im alten Griechenland abgehalten wurden, und Demeter und ihrer Tochter Persephone, der Ehefrau des Gottes der Unterwelt Hades, gewidmet waren. Die Teilnehmer der Mysterien durchlebten rituell Tod und Wiedergeburt. Es ist bekannt, dass den Eingeweihten im Jenseits Belohnungen versprochen wurden. Diejenigen, die den mystischen Tod erlebt hatten, glaubten fest daran, dass für sie ein neues Leben nach dem Tod beginnen würden. Zitat aus Pindar: Glücklich ist, wer das gesehen hat, bevor er ins Grab gesunken ist, erkennt das Ende des Lebens und erkennt seinen gottgegebenen Anfang. Welche besonderen Riten die Initiierten mit Freude an den Tod denken ließen, ist nicht bekannt. Von alters her wurde das Verbreiten der geheimen Rituale mit dem Tod bestraft. Es ist nur bekannt, dass die Eingeweihten ihre eigenen religiösen Erfahrungen durchleben und erlernen sollten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Teilnehmer der Mysterien Visionen hatten, die über das Denken hinausgingen. Der prominente Philosoph und Orientalist Dr. A. Torchinov bringt es auf den Punkt. Das Mysterium Eleusis ist das Mysterium psychotechnischer Erfahrung von Tod und Wiedergeburt, das die mystische Psyche reinigt und integriert. 1997, Seite 145. Zitat von Terence McKenna, 1995. Unsere entfernten Vorfahren haben entdeckt, dass einige Pflanzen den Appetit unterdrücken, Schmerzen lindern, einen plötzlichen Ansturm von Energie und Immunität gegenüber pathogenen Faktoren erzeugen und zu einem Synergieeffekt kognitiver Kräfte führen. Alkaloide in Pflanzen, insbesondere die halluzinogenen Verbindungen wie Psilocybin, Dimethyltryptamin, DMT und Harmalin, können chemische Faktoren in der protohumanen Ernährung sein, die die Entstehung der menschlichen Selbstreflexion katalysierten. Es ist zu beachten, dass der Fliegenpilz als Kandidat für das pflanzliche Äquivalent von Soma oder Haoma nominiert wurde. Dieser Standpunkt wurde vom Gründer der neuen Wissenschaftsethnomykologie Gordon Wasson in seinem bekannten Buch Soma Divine Mushroom of Immortality von 1968 unterstützt. In ihren psychoaktiven Eigenschaften sind Psilocybin-Pilze als vegetative Äquivalente von Soma oder Hoama weitaus passender als der Fliegenpilz, der von Gordon Wasson in seinem berühmten Buch mit Soma in der Rigveda identifiziert wurde. Sein Standpunkt wurde von vielen berühmten Wissenschaftlern unterstützt. Die von Terence McKenna vorgeschlagene psychedelische Theorie ordnet sogar psilocybinhaltigen Pilzen die Hauptrolle in der menschlichen Evolution zu. Geschichte erzählt vom Textil. Überall auf dem Tuch sind Bienen und Schmetterlinge abgebildet. Ihre Anwesenheit kann die andere Welt symbolisieren, die Welt der Seelen, die Welt der Vorfahren, in die Krieger kommen, nachdem sie heilige Pilze gekostet haben. Es wird nun Zeit, die faszinierende Geschichte des alten Textils zusammenzufassen. Die darauf abgebildeten Männer, von denen wir annehmen, dass sie Indoskythen, also Saka, oder Indoparther sind, führen ein Ritual durch, das darauf hinweist, dass sie eine Form des Zoroastrismus anerkennen,
Ein Beweis dafür ist das Symbol von Ahura Mazda, dem heiligen Feueraltar. Der Pilz, den der König oder der Priester in seinen Händen hält, kann ein Opfer für das Feuer sein oder durch das Feuer geheiligt werden, bevor es zur Herstellung des heiligen Getränks verwendet wird. Der Nordwesten Indiens, in dem das Ritual aller Wahrscheinlichkeit nach stattfand, war der Treffpunkt dreier Ethnien, dreier Kulturen. Jede von ihnen hatte ihre eigenen Götter. Toleranz und Verehrung nicht nur der eigenen, sondern auch der fremden Götter war eine ganz normale Sache. Um an die Wurzel der uns vorliegenden Konsekration zu gelangen, sollten wir auf scheinbar unbedeutende Details achten, wie Abbildungen von Bienen und Schmetterlingen, die über den ganzen Stoff gestreut sind. Diese Insekten sind die ältesten Symbole der Anbetung und hatten eine andere Bedeutung als die jetzige. Das Wesen dieser Symbole der lebendigen Natur, ihre mythologische Bedeutung, kann durch die Wörter verstanden werden, die sie bezeichnen. Zum Beispiel wurde eine Biene im Altertum mit dem Wort, also der ersten göttlichen Schöpfung, und dem Feuer, der Seele, identifiziert. In diesem Zusammenhang kann die alte englische Bezeichnung Beo für Biene auf die indoeuropäische Bezeichnung Ba bezogen werden, welche einerseits zu sprechen und Wort bedeutet und auf der anderen Seite brennen und Feuer bedeutet. In ähnlicher Weise ist das persische Eng für Biene mit dem aramäischen Ogi für Seele und dem indogermanischen Og-en für Feuer verwandt. Nach Markowski 1996. Die antike Mythologie vieler Völker ist bekannt dafür, Bienen und Menschen in einigen Aspekten zu identifizieren. Die Biene war Artemids Kultinsekt. Priesterinnen von Demeter und Persephone hießen Bienen. Eine Biene war das Symbol für Honig, Indra, Vishnu und Krishna. Atharvaveda vergleicht das spirituelle Bestreben mit der Herstellung von Honig. Ivanov, Toporov, 1992. In der griechischen Mythologie verkörperte ein Schmetterling Psyche. Das griechische Wort Psyche bedeutet Seele und Schmetterling. In der bildenden Kunst wurde eine Seele oft als Schmetterling dargestellt, der entweder aus einem Begräbnisfeuer flog oder nach Hades ging. Nach Losew 1992. Die Bedeutung Seele bezieht sich oft auf die Bedeutung Feuer, göttliches Feuer. In der chinesischen Kultur ist ein Schmetterling immer noch ein Sinnbild für Langlebigkeit. Der Lebenszyklus des Insektes, Raupe, Kokon, Schmetterling, wird als anschauliches Beispiel für Metamorphosen wahrgenommen, die letztendlich zur Unsterblichkeit führen oder zu einer Folge von Wiedergeburten, die zum Nirvana führen. Nach Kravtsova 2004. Die auf dem Hintergrund der Leinwand abgebildeten Schmetterlinge und Bienen symbolisieren möglicherweise das Reich der Seelen, die andere Welt, die Welt der Vorfahren, in die die Krieger nach dem Konsum heiliger Pilze geraten waren. Jetzt passt das Puzzle zusammen. Die Insekten und der Pilz sind eng miteinander verbunden und machen die umgebende Welt wunderbar. Zitat aus dem Rig Veda, Mandalas 9-10: Wir tranken Soma, wir wurden unsterblich, wir kamen zum Licht, wir fanden Götter. Es ist ein reiner Zufall, es 2000 Jahre später zu finden. Sein erstaunlich guter Zustand ist fast ein Wunder. Wie es seinen Weg zum Grab eines Menschen fand, für den es nicht bestimmt war, wird für lange, wenn nicht für immer, ein Rätsel bleiben. Und doch ist dies nicht das größte Rätsel des einzigartigen Fundes. Wir hatten Glück, etwas völlig Neues und Außergewöhnliches zu entdecken.
Die Grenze der akademischen Welt wurde durch unerwartete Beweise überschritten. Spürbar, wie das Textil, das buchstäblich aus der anderen Welt zu uns zurückgekehrt ist, um die Geschichte über die Menschwerdung fortzusetzen. Frau Moritz, Kunstschmiedin in der Abteilung für Museumsstudien des Instituts für Archäologie und Ethnographie, SBRAS, ist in der Nähe tätig. Sie entfernt Lehmpartikel aus Stoffresten. Der einzigartige Fund wird dank Restauratoren wiederbelebt. Von links nach rechts. N.P. Sinizina, eine erstklassige Restauratorin für Kunstgegenstände, Textilien und Leder, und S. Sinizina, Kunstschmiede mit derselben Abteilung, und O.S. Popova, eine Textilrestauratorin im Puschkin-Museum der schönen Künste in Moskau.